Was geht, Leute? Herzlich willkommen zum ersten Vlog auf diesem Kanal. Wir fahren gerade nach Kosovo. Aber erstmal müssen wir Lorian abholen in Saarbrücken. Geil. Wir haben noch bis zu Lorian. Wie wir sind es noch hier? Da sieht man das eigentlich schlecht. Egal. 200 Kilometer noch knapp. Danach werden wir erstmal was essen dort. Von dort aus fahren wir dann direkt richtig los. Gestartet vor einer, vielleicht einer halben Stunde um den Dreh. Ja. 40 Minuten. Koffer gepackt. Ich sag euch ehrlich, wenn Lorian noch seine Sachen hat, dann wird es, denke ich mal, eng. Armand fährt die erste Partie, dann Lorian und dann zum Schluss ich. Sag mal so, als. Das Beste kommt zum Schluss, ja. Ich sag dir ehrlich, dafür, dass das mein Auto ist, ich fühle mich voll komisch, erst zum Schluss selber fahren zu dürfen. Aber naja. Wetter ist, alhamdulillah, gut. Wir nehmen euch ein bisschen mit. Zwischenstopp Dubrovnik Strand. Das wird geil, Alter. Ich freue mich schon drauf. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ja, ja, genau. Kroatien. Für mich ist das tatsächlich das erste Mal mit Auto. Ich bin mein ganzes Leben lang nur geflogen. Armand, ich glaube, bei dem ist alles das erste Mal. Ich war schon seit 10 Jahren, seit einem Jahrzehnt war ich nicht mehr in Kosovo. Ja. Dementsprechend auch wieder in die Heimat zu reisen, ist irgendwo wieder Neuland für mich. Weil ich habe Kosovo noch so im Kopf. Da war es doch so, da waren alle Häuser noch kaputt wegen der Nachkriegszeit und. Guck mal, die meisten wissen Bescheid, vor 10 Jahren war Kosovo noch ganz anders. Ja. Jetzt in den letzten 5-6 Jahren hat sich das echt sehr stark aufgebaut. Mal gucken, wie so das erste Mal fahren wird. Ihr merkt aber, wir haben es vorhin schon gesagt, Kroatien, Dubrovnik. Das heißt, wir fahren nicht durch Serbien. Wir machen auf entspannt, wir haben keinen Bock auf Stau, keinen Bock auf Probleme. Wir checken ein bisschen Küste von Kroatien ab. Ist einfach angenehmer. Wir sind ja 3 Kollegen, so kann man auch machen. Wir zeigen schon ein paar gute Aufnahmen und dann melden wir uns, wenn wir bei Lorian sind. Ciao, ciao. So Leute, achte mal, wen wir gefunden haben. Ich wurde gekidnappt, Hilfe, SOS. Er wurde gekidnappt, aber fährt. Also ich sag mal so, wir sind jetzt angekommen, Saarland ist eine schöne Ecke, aber... Kannst du die Kamera wegmachen auf mich, Mann? Nein, nein, die geht voll auf dich drauf. Armand beschützt unser Gepäck. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Bei mir im Restaurant. Bestes Restaurant in Saarbrücken übrigens, im ganzen Saarland, Porto Vecchio. Kommt nicht vorbei. Jetzt dürfen wir eine Scheibe Toast essen. Richtig. Reicht. Vielleicht gibt es auch Salz. Ein bisschen Butter und 2-3 Oliven. Sehr gut. Nach dem Essen gehen wir dann direkt los. Yes! Yes! Let's go. Wir melden uns gleich. Perfekt, ja. So, erster Stopp. Armand, was sagst du? Kann man zurückfahren, Alter. Ich hab keinen Bock auf die Autobahn. Erster Pissstopp. Lorian, wie geht's? Ich geh jetzt in den Wald pissen, weil ich mir keine 50 Cent Toilette leisten kann. Jetzt mal ganz im Ernst, ich mach das auch. Ich nehme noch ein paar Tücher mit, hallo. Ich zahl die 50 Cent. Alles gut. I'm the cameraman, I'm the man in the mirror.
Männers. Wie war die Nachtschicht? Wir haben 5:09 Uhr morgens. Wo sind wir gerade? Noch, boah, wie viel fehlt uns noch bis Dubrovnik? 112 Kilometer, also wir sind schon in Kroatien. Aber gute Fahrt, wir haben Kroatien richtig runtergerattert. Ja. Kroatien ging gut durch, ja. 180. Ich wurde richtig durchgeschlagen. Spaß, wir sind 130 gefahren, wir machen nichts. 130, immer laut Gesetz, alles gut. Hier blinkt auch nichts. Da blinkt schon das Schild. Nächste Schild aus. Nee, hier blinkt nichts. Blinkt nichts, passt schon. Auf jeden Fall, Leute, haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, ganz wichtig. Wir waren verrückte Real Talks. Ein Auge war zu und ich höre hier was von Erste Liebe und was weiß ich. Und dann auf einmal hört man Nashi von Lodian. Hat mir nochmal Kraft gegeben, Alter. Ja, wir checken jetzt gleich irgendwo einen Strand ab, ein bisschen dort pausieren. Und die Sonne. Und dann geht's danach. Armins Körper gibt's auch noch. Da, ja. Bleib dran, ganz bleib wichtig. Bleib dran. Im Borat-Anzug. Uff. Armin? Ja. Mit Eierschutz. Mit welche Farbe hat er nochmal? Grün hast du doch, ne? Oder hast du rot? Eierkneifer. Ja, Freunde, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, ne? So, jetzt heißt es nochmal Tunnel hier. Was geht ab, Chat? So, was geht ab, Leute? Wir sind in Albanien, Montenegro hinter uns, Kroatien hinter uns. Leider war Dubrovnik keine Option für uns. Wir sind einfach direkt durchgefahren, wir wollten einfach die Strecke hinter uns bringen. Da war kein Strand, so wie wir uns das vorgestellt haben, wo wir einmal reinjumpen können. Scam. Bisschen pennen, aber egal, wir sind jetzt einfach durchgefahren. Einfach durchgefahren, Montenegro, super Straßen. Straßen. Auf gar keinen Fall, völliger Cap. Ich schwör's dir, größter Müll. Nie wieder, Alter. Nicht mal das sind nicht gar mal, keine Straßen. Nicht mal mit Panzer. Nicht mal mit Panzer fahre ich da nochmal durch. Darf ich mal erwähnen, dass das Armin's iPhone 15 Pro Max ist? Richtig. Und das richtig geil finde. Und dass ich seit, ich glaube, 34, 35 Stunden wach bin? Jungs, stop it, ihr schmeichelt mir. Naja, endlich in Albanien. Ab geht's nach Kosovo. Wuhu! Machen wir den Adler kurz mit mir hier. Geht das? Oh mein Gott, Jungs, no homo, schnell, no homo. Boah, boah, oh mein Gott, was macht ihr? Oh mein Gott. Damn! This is haram. So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes. Was sagt ihr dazu, Jungs? Wir sind in Kosovo, yes! Ich habe meine Versicherung fürs Auto. Habe ich auch. Und war wichtig. Es geht direkt rein, Alter. Endlich, Alter. Ab nach Pristin, ab nach hier zu dem, dann zu uns, dann nach Hause und dann schlafen. Uff, uff. Ja, Mann, ich bin richtig. Ab morgen fängt der Urlaub richtig an. Ab morgen fängt der Urlaub richtig an. Ja, Mann. Oh ja. Und hier ist noch ein Jamia. Der kann das! Warte, es wackelt! Sehr gut. 3 Wochen später. So Leute, was geht? ihr seht schon wahrscheinlich an den Haaren, an den Bärten, wir sind ein bisschen später dran. Kurz und knapp, wir haben das Auto vergessen, mehr oder weniger. Also sagen wir es mal ganz kurz. Dubrovnik warm war, wollten wir einen Halt machen, hat sich dann doch nicht ergeben, hat uns nicht gefallen. Wir waren auch lange unterwegs, sie hat keinen Bock mehr, sind direkt durch. Ab nach Hause. Wir wollten einfach durch. Jeder wollte nur nach Hause, einfach noch zur Familie chillen. Ja. Deshalb haben wir jetzt für euch ein Outro auf der Rückfahrt wieder. Nach wie lange jetzt? Nach 2 Wochen. 2,5 Wochen sogar, um genau zu sein. Und ja,
Was kann man sagen? Bei mir ist es eh kurz und knapp. Bei ihm ist er ein bisschen spezieller. Ja, Mann. Wegen dem Weg erstmal. Der Weg war gut. Montenegro, Müll. Ne? Ich glaube, ich habe das schon vorher erwähnt. Ja, doch, habe ich. Danach, beste Gefühl, sobald du in Kosovo-Grenze warst. Leider haben wir da auch nichts mehr gefilmt. Die Leute, tut uns leid, aber wir waren einfach demotiviert, müde. Wir haben auch gar nicht mehr dran gedacht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Weg war danach super. Wir haben uns direkt heimisch gefühlt. Endlich wieder in Kosovo. Für meinen Teil, mein Urlaub war Standard wie immer. Bis auf der Klassiker, nicht der Klassiker, aber bis auf das Neue, dass ich mit Kollegen jetzt hier war und deutlich mehr dann halt ja, mit Gleichaltrigen mehr Aktivitäten hatte. Ja. Was sonst halt nie so der Fall war vorher. So, natürlich Familie war man auch, ne, die hier leben. War super schön. Ein bisschen traurig jetzt wieder zurückzufahren, aber so ist es halt. So, und jetzt du, wie war es für dich nach 10 Jahren? Richtig gut, nach 10 Jahren, nach einem Jahrzehnt war ich endlich mal wieder in Kosovo. Fragt mich nicht, wieso ich nicht früher gegangen bin. War auf jeden Fall ein vollkommener Fehler. Was ich auf jeden Fall am geilsten fand, ist halt einfach wirklich dieses Spontane. In Deutschland sind wir gestern am Plan. Hier alles wird auf spontan entschieden. Das ist das, was mir hier persönlich richtig gefällt. Ich bin hier deutlich stressfreier. Nicht nur, weil ich im Urlaub bin, sondern ich auch in Deutschland oftmals im Urlaub. Aber es ist halt einfach dieses Gebüssel in Freiheit. Du hast Freiheit, du chillst, du hast keinen Druck für gar nichts, sogar im Verkehr, gar nichts. Du steigst ins Auto ein, parkst da direkt vor dem Laden, wo du hingehen willst, riesen Parkplatz, trinkst einen Kaffee für 1-2 Euro. Beste, hast Gespräche bis zum Ende. Das ist das, was halt in Deutschland immer mehr fehlt, muss ich sagen. Mal, wir gehen maximal raus, essen was, gehen mal vielleicht irgendwo da irgendwie eine Runde Billard spielen oder was, dann gehst du schon wieder nach Hause. Alles aber irgendwie, du fühlst das viel weniger. Hier, ey, ich habe hier gelebt. Ich habe so viel Lebensqualität hier gehabt, wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Ja. Das ist wirklich, das ist richtig krass. Und ja, wir waren hier nur 3,5 Wochen. Auf jeden Fall noch eine Woche zu wenig. Auf jeden Fall. Ich hab's gesagt. Der Gesamt hat echt gecallt. Gegen Ende von 2 Wochen kommt das Ekelhafte. All das Gute kommt zusammen. Du kommst mit Leuten deutlich mehr in Kontakt. Du gehst mehr hier, mehr da. Es wird einfach viel schöner. Und wenn du nur 2 Wochen hier bist, musst du es direkt cutten. Boom, Cockblock, ja. Sofort. 3 Wochen sind perfekt. Nächstes Mal machen wir 3. 3 auf jeden Fall. 3. 3. Also damit ihr Bescheid wisst, wir sind gerade auf der Autobahn in Kosovo. Wir haben jetzt die Rückfahrt angepeilt. Diesmal ein bisschen anders. Wir fahren durch Serbien, dann durch Kroatien. Und dann der Klassiker Slowenien, Österreich, Deutschland. Ah, stimmt. Voll vergessen. Der eine andere ist nicht da. Ah. Der, wie heißt der nochmal? Larry. Der Lorian ist nicht dabei. Er wird hier bleiben, noch ein paar Tage, weil er hat noch eine Hochzeit, auf die er hin muss. Und ja, kommt dann mit Family zurück. Für all die, die noch in Kosovo sind und da noch fahren, wissen wir nicht, schönen Urlaub. Und ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare an die Leute, die hingefahren sind, zurückgefahren sind. Wie war es für euch? Habt ihr lange gewartet? Generell eure Eindrücke. Was war dieses Jahr anders zu letztes Jahr? Liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst Bescheid. Den Links unten folgen natürlich. Easy. Okay, Leute. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.